Ich bin so glücklich. Aber darf ich das überhaupt? Diese und andere sinnlose Fragen heute und wie auch du damit umgehen kannst, und zwar auf ganz leichte Art und Weise, dass es dir einfach besser zu gehen scheint wie dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist Stand Auto Fit In. Einfach größer leben und glücklicher sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Heute Morgen ist es mir erst wieder begegnet. Und zwar eine ganz fantastische Frau, die wirklich ganz toll ist, von der ich ein riesen Fan bin, hat mal wieder den Punkt erreicht, dass sie sich fragt, ob sie das wirklich darf. So hell sein, so bunt sein, so, ne? Und natürlich nicht dieses so, weil die Frage wird gestellt mit: Bin ich zu fröhlich? Bin ich zu viel? Bin ich zu, ne? Kennst du das? Ja, klar. Ist ein Klassiker unter Powerfrauen, ne? Also hast du es wahrscheinlich auch schon oft genug gehört in deiner Kindheit, dass du irgendwas zu viel bist. Oder das Gegenteil, zu wenig aufmerksam oder was weiß ich, ne? Aber tatsächlich, dieses Muster kommt von diesem zu viel sein. Und die Lösung ist ganz einfach. Du bist nicht zu irgendwas, du bist genau richtig. Sagst du, es hilft mir jetzt nichts, theoretisch weiß ich das schon. Der Punkt ist der, was mir immer wieder hilft, ist das Folgende. Ich sitze jetzt gerade hier, ich mache das Video für dich in einer meiner absoluten Lieblingsstädte. Es ist Sommer, also es ist noch Februar, ja, heute ist noch Februar. Und ich habe im Februar Geburtstag. Und ich habe früher immer gedacht, in meinem Weltbild, so als Kind, es ist mein Schicksal, eben im Winter Geburtstag zu haben. Kennst du noch, wenn deine Geburtstagsfeiern mit Schneemann bauen und so weiter waren? Die anderen konnten halt Grillpartys machen im Sommer. Ich hatte immer gern an meinem Geburtstag Geburtstag. Nur das Lustige ist, ich bin hier so durch die Straßen geschlendert und habe gedacht, naja, das ist ein typisches Beispiel für ein eingeschränktes Weltbild. Ja? Ich bin im Februar geboren. Also heißt das auch, dass mein Geburtstag immer im Winter ist. Das ist natürlich völliger Quatsch, weil der gleiche Planet, ein anderer Ort, ist Februar, Sommer, Hochsommer. Das zeigt einmal mehr, wie fluide dieses Realitätskonstrukt eigentlich wirklich ist. Was hat das mit dem zu tun, dass du vielleicht, dass dir zu gut geht, ja, dass du zu wohlhabend bist, zu erfolgreich bist, um, natürlich wozu, natürlich nicht für dich persönlich, aber um gemocht, um geliebt, um anerkannt zu werden. Das ist ganz einfach. Schau dich jetzt mal wirklich um. Wer fährt denn, jetzt mal ganz ehrlich, diesen ganzen negativen Jammerlappen mal über den Mund? Oder wann fragen die sich, anders gesagt, wann fragen die sich, bin ich eigentlich zu negativ? Ja? Bin ich eigentlich zu jammerig? Bin ich eigentlich zu depressiv für mein ganzes Umfeld hier oder was? Nein, natürlich nicht. So, es geht nicht darum, die zu bashen, bevor jetzt die Kommentarleiste wieder anspringt. Nein, es geht einfach nur darum, aufzuzeigen, wie unsinnig das Konstrukt ist. Weil, wenn es Menschen halt so schlecht geht, naja, es darf ihnen so schlecht gehen im Sinn von, sie haben ja die Erlaubnis, genauso wie sie die Erlaubnis haben, etwas zu verändern an ihrer Situation. Die meisten, denen es schlecht geht, wissen nur nicht, erstens mal, dass sie was verändern können und wenn sie es wissen, nicht, wie sie es verändern können. Das ist aber ein anderes Thema, ist nicht Gegenstand dieses Videos. Die Frage ist, bist du jetzt zu glücklich, zu wohlhabend, zu sonst irgendwas? Nein, das bist du nicht, weil in dieser Welt ist die Kamera die ganze Zeit gerichtet auf das Schlechte. Warum? Die Nachrichten, die Zeitungen und so weiter, die haben irgendwann herausgefunden, dass sie einfach mehr Auflagen verkaufen, wenn sie was Schlechtes vorne auf dem Cover haben. Ja, dann springen halt so diese Urinstinkte der Menschen an. Ich muss mich schützen, ich brauche Informationen darüber, dann bin ich vorbereitet, dann kann mir nichts passieren. Und das heißt, wir haben eine Welt, in der ganz viele Menschen sich wünschen, dass nicht dauernd so schlechte Nachrichten kämen, aber sie selber fördern es, indem sie genau dann einschalten, dann kaufen und so weiter. So, der Mensch ist halt irgendwie so sensationsgierig, ist so ein Ding. Alle? Nein, nicht alle. Du zum Beispiel bist anders. Du möchtest in einer schönen Welt leben. Du magst schöne Nachrichten hören. Du freust dich über die Erfolge in deinem Leben, über die Erfolge deiner Freunde, wie auch immer. Du bist einfach wunderbar. Du bist ein Sonnenschein, ein Lichtstrahl, ein Freudentanz. Und fühlt sich damit etwas in der Minderheit. Ja, aktuell sind wir vielleicht tatsächlich prozentual noch etwas unterrepräsentiert auf dem Planeten. Und jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt. Genau deshalb
ist es enorm wichtig, dass du 100% deiner Freude sprudeln lässt, so wie sie da ist. Das heißt nicht, um nicht schon wieder anderes ja, oben aufzumachen, dass du jetzt verpflichtet bist, 24 Stunden rund um die Uhr ein super happy Osterbunny auf Drogen zu sein, ja, weil jetzt ist das das Bild, das du dieser Welt verkaufst. Nein, du kannst sein, wie du bist. Wenn du schlecht drauf bist, bist du schlecht drauf. Wenn du gut drauf bist, bist du gut drauf, wie auch immer. Nur verstehe, du kannst nicht zu gut drauf sein. Du bist maximal so gut drauf, dass andere es in deiner Nähe nicht aushalten, weil sie selber so schlecht drauf sind. Das ist wunderbar. Das ist der natürlichste, von Herzen kommende Abwehrmechanismus, den es gibt auf diesem Planeten. Das heißt, du musst einfach nur so glücklich sein, wie du in Wahrheit bist. Dann bleiben die ganzen Stänkerer sowieso fern. Dann musst du auch nicht irgendwelche Kurse besuchen, wie du gesund Grenzen ziehen kannst oder sowas. Es reicht völlig aus, dass du genauso happy bist, wie du bist. Und dann kommen die gar nicht erst angestänkert. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Welt wirklich ein paar Vorbilder brauchen kann dafür, was für ein geiles Leben du dir kreieren kannst, wenn du dich auf die wirklich geilen Dinge ausrichtest. Also ich könnte jetzt auch, ich habe ja Wahlfreiheit, an einem Ort sein, der irgendwie depressiv ist und dunkel und kalt und feucht und könnte sagen, naja, aber so viele Menschen leben hier, die sind hier geboren und die haben keine Alternative. Aus Solidarität gehe ich jetzt an diesen grässlichen Ort, damit die nicht so alleine sind. Ja, super. Und jetzt gibt es einen depressiven mehr. Das ist die Lösung oder was, ja? Du kannst es dir aussuchen. Und wenn du da hingehst, wenn du da bist, wenn du da lebst, wo du leuchtest, wo du strahlst, wenn du dich mit den Menschen umgibst, dass du noch mehr strahlst und die mit deinem Strahlen noch ansteckst und so weiter, dann wirst du einfach ein ganz enormer Beitrag für diesen Planeten. Einfach, weil du bist, wie du bist. Denn dein Licht, dein Lachen, deine Fröhlichkeit, deine Leichtigkeit, was immer das bei dir ist, ja, deine Kreativität und so weiter, die sind total gebraucht und gefragt. Von dem anderen haben wir massig, massig. Und ich weiß schon, dass wenn jetzt irgendein schlecht gelaunter Mensch, ja, oder mit finanziell schwachen Mitteln und so weiter das Video sieht, dann geht's jetzt wieder los in der Kommentarleiste mit irgendwie, ja, es kann halt nicht jeder und so weiter. Das ist deine Welt, okay? Das ist nicht die Welt von Stand Out to Fit In. Und du bist aufs Herzlichste eingeladen, die Welten zu wechseln. Und das fängt zwischen deinen Ohren an und nicht in deinem Geldbeutel. Aber ist auch egal, weil wir wollen uns ja nicht primär damit beschäftigen, Menschen, die man sowieso nicht überzeugen kann davon, dass es anders geht, davon zu überzeugen, dass es anders geht. Wir sind hier, um genau das zu tun, um einfach wirklich unser Leben, zu genießen, es auf Wunsch eben auch zu teilen. Ja, ich könnte ja auch einfach nur happy sein und kein Video machen, aber ich persönlich habe einfach aus tiefstem Herzen Freude daran, Menschen zu inspirieren, auch die vollen 100% zu leben und zu lachen und zu leuchten. So, solltest du irgendwie drauf gehofft haben, dass dir irgendwann irgendwer erlaubt, dass du viel zu laut sein darfst, viel zu bunt sein darfst, viel zu übertrieben sein darfst, viel zu schön sein darfst oder was weiß ich. Hier ist sie. Dieses Video ist deine Erlaubnis. So, und mit dieser Erlaubnis wünsche ich dir jetzt einen Megatag. Du bist nicht allein. Es gibt so einige. Ich habe in meinem Umfeld so viele geile Menschen. Es gibt sie und die tauchen dann auf, wenn du es wagst, dich einfach in einem ganzen Glanz und Gloria zu zeigen. Weil die wollen ja auch nur genau solche Menschen in ihrem Umfeld. So, und so kann man sich finden. Und dass du das Video siehst, ist schon der Beweis dafür, du bist nicht allein in deinem ganzen Glück und deinem ganzen Wesen. Ich wünsche dir einen super, super schönen Tag. Ich genieße jetzt Ende Februar den Sommer, weil es ist einfach alles, alles möglich. Und ganz, ganz liebe Grüße aus diesem Outstanding. Bin immer noch in diesem lila Haus. Und das ist halt auch so. Du gehst die Straße runter, dieses Haus ragt einfach raus. Ja, und schön ist es. Und ich fühle mich pudelwohl da drin. Wie das wohl passiert ist, dass ausgerechnet ich, Vogel, hier in diesem Haus gelandet bin. Alles, alles Liebe und bis ganz bald. Wir sehen uns hier auf diesem Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Abo, Glocke, Kommentar, Like. Ich freue mich und es geht ab. Stand out to fit in.